Hallo zur ersten Folge über Total War Warhammer. Ich habe mit euch vor, jetzt die Aufgabenschlachten zu machen. Das entspricht eigentlich den historischen Schlachten aus den anderen Total War Reihen. Und jeder legendäre General hat seine eigenen Schlachten. Und das sind doch relativ viele, die, wie man sieht. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 44 Stück. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Vampirfürsten an, mit Manfred von Karstein. Und machen die Schlacht von Helfen. Ihr könnt ja das Video ganz kurz pausieren, dann könnt ihr euch diesen Text durchlesen. Die feindliche Streitkraft. Wir kämpfen gegen Hans Helmut. Sie haben zwei Helapetiere, zwei Speerträger, zwei Schwertkämpfer, Armbrustschützen, Musketenschützen und Reichsgarde. Das ist eine sehr starke Kavallerieeinheit. Ich werde auch auf Normal spielen, weil ich möchte sehr entspannt euch zeigen. Und dann kann ich mir da auch vielleicht mal kleinere Fehler erlauben, ohne gleich aufs Maul zu bekommen. So, dann schauen wir uns erstmal das Video an. Und danach gehen wir gleich mal in die Schlacht. Arise, Gravebound! I command thee to attend. Franz, the son of whores and tumorous burgomeisters, thinks the crown is his! But the house of the Reichland electors is tainted. As the last great count of Stirland, mine claim is the truest. I should be emperor. I will be emperor. Bring thy swords. Go, my minions. Reap death. Darts, a darts macabre. Genau, wie ihr es gerade gehört habt, die Sprachausgabe ist auf Englisch von den Einheiten und den Generälen. Aber man kann ja den deutschen Untertitel anschalten. Und das ist so gewollt in den deutschen Versionen, dass die Ausgabe in Englisch ist. Also die Sprachausgabe. Aber das ist ja nicht weiter schlimm, weil es sind nur die Einheiten, die dann irgendwas sagen. Genau, wir haben hier Zombies. Die stellen wir einfach gleich mal hier in die vorderste Reihe. Dann unsere Skelettchen dahinter. Und jeweils ein Skelettchen mit Speer an die Flanken. Dann unsere Kruftgule, schicke ich mal hier hin, dass jetzt dann den Gegner versuchen zu flankieren. Dann General schalte ich dahin, den Wargulf dahin und die Fledermäuschen tue ich auch nochmal da schnell hin. So. Ja, ich tue alles verniedlichen, ich weiß schon. Genau, die Zombies, die nehmen wir als, ja, sagen wir mal, als Futter her. Weil die sind nicht sehr stark. Kanonenfutter wollte ich eigentlich sagen. Sind nicht sehr stark. Aber die sind auch eher dafür da, den Gegner ein wenig aufzuhalten, dass man dann versuchen kann, den vielleicht zu flankieren. Und hier haben wir unsere Skelettkrieger. Das sind, naja, nicht sehr starke Einheiten, aber man kann es, glaube ich, lassen. Und dann haben wir natürlich auch wieder hier mit Speeren. Dann haben wir noch unsere Fledermäuse, die sind eher so gegen Fernkämpfer gut, also gegen leicht gerüstete Einheiten. Weil gegen schwere Rüstungen können die nichts ausrichten. Nee, na gut, ein bisschen, aber nicht sehr viel. Also die schaffen eigentlich nichts. Und unser Wargulf, der ist natürlich sehr stark, vor allem gegen Infanterie. Genau, unsere Kruftgule da außen, ja, ist eher so eine Schockeinheit, sag ich mal. Die laufen rein und versuchen da halt Schaden zu machen, aber auf längere Zeit verlieren die eher. Dann fangen wir an. Schicken unsere Armee da mal nach vorne. So, wo ist denn die Reichsgarde da? Auf die muss ich aufpassen, weil die ist wirklich sehr stark. Und die Zombies sind natürlich langsam, weil es ja Zombies sind. So, mit denen versuche ich gleich mal außenrum, jetzt habe ich es nicht ausgewählt, da außenrum zu gehen. Und die dann in die Flanke zu fallen. Skelettisch gehe ich auch gleich hinterher.
So. Genau. Die Fernkämpfer schießen jetzt auf meine Zombies. Dürfen sehr gerne machen. Ich versuche mit meinen Skeletteinheiten auch eher versuchen zu flankieren. So, ich muss mal ganz kurz weg. So, da. So, da kommt schon die Reichsgarde. So, die Fledermäuse schicke ich hier auf die Armbrustschützen. So, mein General, der hat hier zwei Einheiten, zwei Tabs. Warte, ich erklär euch es schnell. Genau, hier kann ich meine Einheiten wieder ein wenig heilen. Da kann ich zum Beispiel sagen, ah, die Speere heile ich daher gleich mal. Und mag ich auch gleich mal verstärken. Und dann habe ich hier noch einen Seelenraub, da kann ich dann Gegnern Schaden zufügen. Und dann mache ich das doch gleich mal bei denen. So. Mit meinem Warwolf gehe ich dann natürlich jetzt gleich mal in die Infanterie rein. Von hinten. Und der macht dann natürlich richtig viel Schaden. Und mein General schicke ich da auch in die Mitte. In den Kampf meine ich. Oh, jetzt kämpfen hier die zwei Generäle. Genau, meine Hunde sollten da auf die Musketenschützen nämlich gehen. Diese verdammte Reichsgarde. Die einen Speere sollten da eigentlich nicht gegen die Reichsgarde kämpfen. Genau, also die Gegner sind natürlich dazu durchgebrochen, durch meine Zombies. Aber ich kann natürlich meinen eigenen General hier heilen. Das nutze ich natürlich auch. So, mein Warwolf, der schafft es da hoffentlich mal. So, jetzt muss ich doch mal ein bisschen auf meinen General aufpassen hier. Kämpfen die da noch? Nein. Na doch. Gut, aber meine Schwerter gewinnen da hoffentlich jetzt gleich mal gegen die Speere da. Genau, weil da steht sie auch schwach gegen mehrere Kämpfer. Dann schicke ich dich lieber mal auf den Hans Helmut. So, und dann versuche ich gleich nochmal meinen General hier zu heilen. Ja, doch lieber die Speerkrieger da. Ja, das wird doch noch eine ziemlich enge Runde, würde ich mal sagen. Vor allem diese blöde Reichsgarde, die nervt da ganz schön. Meine Speere, genau. Gott sei Dank. Die haben da gewonnen. Ob die eine Speere da jetzt noch übrig sind, die schicke ich natürlich dann nach oben. Und wieso laufen die denn da so beschissen rein?
Ah, Mann, ey. Gott sei Dank, die fliehen da. Oh, mein Warwolf. Oh, mein General. Genau, der Warwolf, der ist doch eine sehr große Hilfe. Weil der macht eigentlich fast alles im Alleingang. Auch gegen Speere ist das sehr gut, komischerweise. So, jetzt schicken wir einfach mal alles gegen diese blöde Reichsgarde. Also die Kavallerie von denen ist echt sehr stark. Jawohl, sie fliehen. So, ist noch irgendjemand zurückgekommen? Da haben wir jetzt gewonnen. Nein, wir haben gewonnen. Sehr gut. Der Gegner flieht vom Feld. Und dann haben wir auch schon gewonnen. Sehr gut. Pyrrhus-Sieg. Der Feind hat euch böse zugesetzt. Verdient ihr überhaupt dies einen Sieg zu nennen? Natürlich. Schauen wir noch ganz kurz die Statistik an. Wie ihr seht, Warwolf war hier sehr gut mit 65 Kills. Zombies waren da eher durchschnittlich. Obwohl, 23, das ist nochmal ganz gut. Dann die Skelette waren auch wieder ganz gut. Genau, die Kruftgule, die waren dann sehr gut gegen die Musketen. Vampirfledermäuse waren auch ganz gut. Und wie ihr seht, diese Reichsgarde hat 214 Kills. Und die ganze Infanterie war natürlich auch gut, weil meine sind ja relativ schwach und halten nichts aus. Aber ich habe natürlich eine Übermacht gehabt und ja, meine Einheiten verbreiten auch ein wenig Angst und dann gewinnt man das auch mal. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und dann machen wir dann bei der zweiten Schlacht gleich mal weiter. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.